So Leute, wir sind wieder da. Pokémon Platin. Muss erstmal kurz schauen, haben wir denn. Wir haben die vollen Fliegen. Hat die unser Video schon? Ja, das hat er hier beigebracht. Das ist gut. Jetzt muss ich auch mal kurz schauen. Naja, er hat die Solarstrahl beigebracht. Alles klar. So. Ich benutze dann eben mal schnell einen kleinen Beleber für unser Neo. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt ins Pokémon Center zu laufen. So, Supertrank auch noch hinterher. So. Dann sind wir ja wieder startklar. Wie bitte? Du sagst, du bist in seinem Pokédex einen echten? Level 32. Hätte mich auch gewundert, wenn der jetzt getroffen hätte.
über jetzt 5 Minuten gekostet, weil er 6 Pokémon hatte. Aber wenigstens gab es ja, ein bisschen Training. Okay. Gehen wir unsere Folie-Probe mal nach vorne. So. Wir haben ja noch ein paar Trainer. Schaden Rückzug macht. Das geht ja sogar. Ja, aber natürlich gleich mal verwirrt. Das Viech ist Käferpflanze. Gut, komm. Wärst du eigentlich schon übertrainiert, aber irgendwie gerade prädestiniert für alles, was hier so rumläuft. Auf jeden Fall, das Viech hat eine Doppelschwäche. Dann heilt er sich wieder mit seinem Sägesang. Urmadame, das ist das nächste. Na komm, ich bleibe einfach drin. Ist es Boden oder Stahl? Ausleveln, der ist in der nächsten Arena dafür nicht so brauchbar. Dafür können allerdings Chris und Wendigo in der nächsten Arena ordentlich aufräumen. Das ist ja eine Wasser-Arena. Wenn man da Pflanzen und Elektro-Pokémon mit reinbringt. Ja, schon schön. Und der Double Protect funktioniert sogar noch. Meine Zeit zu verschwenden. So, die Regina haben wir damit auch besiegt. So, was haben wir hier noch für den Psycho? Psycho Eckbert. Zweimal. Ja, das reicht ja auch. Was hat's gemacht? So. Das muss ich schon. Dreimal triffst du das auch hin. Natürlich triffst du mir zweimal.
schwer, dreimal zu treffen. Dreimal sollte der Durchschnitt sein. Zwei Treffer reichen. Jetzt kommt wieder der Unnecessary Crit. Flamara. Ja, da kommt jetzt Neo ran. Flamara haben wir auch physisch drauf. Evil ist der ersten Generation, haben alle keine Verteidigung. Die eine gute Verteidigung haben. Das wären Nachtara, Felina, Nachtara, Fulikurva und Glaciola. Das sind die einzigen drei Evoli-Entwicklungen, die gute Verteidigungswerte haben, also physische. Speziell sind sie bis auf Fulikurva alle gut. So. Dann haben wir in der Richtung noch ein bisschen weiter auf. Adalbert, Schildheros. Funkenstrahl. Schildheros ist ja auch in beiden Verteidigungswerten richtig gut. Angeberei. Ah, das ist gut. Wenn es irgendwas gibt, was ich hier überhaupt nicht haben kann, ist es Verwirrung. Trefferquote. Dem fällt was auf.
mich dann verarschen. Für ein wildes Pokémon echt viel. Den Schafzahn. KP hat er jetzt schon. Ich lasse ihn jetzt gleich vorne, weil das wieder ein Ruinen-Maniac. Ruinen-Maniac-Otto mit einem Bronzel. Schade, dass Stahl hier noch die Undicht-Resi hat. Aber gut. Werde ich nicht hier trotzdem. Kirsche und Nios stärkste Attacke ist. Kapknudon. Ja, dann bleiben wir noch drin. Verteidigungswerte hat er mal. So schnell hätte ich das jetzt auch nicht erwartet. So. Da oben sind wir gestartet. Okay. Na, dann haben wir jetzt die ganze Seite hier auch geklärt. Das ist noch ein Item, was ich mir holen will. Eine Großwurzel, die verstärkt KP stehende Attacken. So was wie Ableitung. Sauger. Moment, das Item dann will ich mir jetzt auch noch holen. Pupperstück. Okay. Ich kann jetzt nicht wirklich was mit anfangen. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist nichts. Und wir sind schon am Kühnheitsufer. Schön. Hier haben wir einen Hyperball. Apropos Bälle, ich glaube, da müssen wir vielleicht demnächst mal ein paar kaufen. Wobei, wir haben jetzt nicht unbedingt vor, hier noch großartig Pokémon zu fangen. Bis auf das, ja gut, ganz am Schluss. Bis dahin habe ich mir ein paar Bälle geholt. Ein zweites Pokémon kriege ich ja geschenkt. So. Den Schlüssel, der liegt irgendwo hier in der Gegend. Da müssen wir hier nochmal kurz schauen. Okay, 1, 2, hier. So. Hier in dem ganzen Gebiet hier gibt es eine Menge Items. An die meisten kommt man allerdings erst dran, wenn man Kraxler hat. Dazu bräuchten wir den 7. Orden. Noch was? Ah, die weiße Flöte. Okay.
nichts, was ich jetzt großartig brauchen würde, um ehrlich zu sein. So, das Restaurant hat, glaube ich, schon zu. Die haben immer nur abends offen. Bei mir ist es gerade schon nachts. Und hier haben wir noch ein AP+. Ich spare es mir jetzt mal, in den ganzen Häusern hier überall zu suchen. So. Hier können wir unsere Pokémon heilen. Ich werde jetzt hier gleich am Strand noch mal ein paar Herzschuppen suchen, weil mindestens eine davon brauche ich. Hier haben wir noch ein Gelbstück. Hier am Strand kann man welche finden. Vier runter, zwei rüber. Hier ist eine Herzschuppe, sehr schön. Mehr als eine brauche ich auch normal nicht. So, und ich würde sagen, wir hauen Wendigo jetzt mal wieder nach vorne, weil der kann gegen die paar Trainer hier richtig viel ausrichten. Wenn wir hier gerade schon wieder bei Wasser-Pokémon sind. Planscher Rainer. Schade, dass es noch kein Gastronom ist. Das Viech würde ich noch wesentlich mehr Schaden machen können. Ein bisschen Glück reicht das für den One-Hit. Natürlich triffst du wieder nur zweimal. Ist jetzt nicht effektiv. Es ist unglaublich, wie häufig der nur zweimal trifft. Ich werde hier an dieser Stelle dann mal aufhören. Und ich lasse Koto dann mal wieder weitermachen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!